Feste soll man ja bekanntlich feiern, wie sie fallen. An dieses Motto hält sich die Sportunion Oberösterreich zu 100%. Denn es ist ein rauschendes Fest, das der größte Sportdienstleister des Landes Ob der Enns an Bord des Kristallschiffes für seine stillen Helden organisiert hat. Da bringen die über 300 ehrenamtlichen Frauen und Männer den 78 Meter langen, 11 Meter breiten und von zwei 500 PS Motoren angetriebenen Luxuskahn auch schon mal zum Wackeln. Aber alles der Reihe nach. Zum schon sechsten Mal lädt die Sportunion Oberösterreich die fleißigen Heinzelfrauen und Heinzelmänner, die bei ihren Vereinen meist hinter dem Vorhang stehen, ohne deren unbezahlte Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit es aber heißen würde. Rien ne va plus, nichts geht mehr, zu einem traumhaften Abend auf das Kristallschiff ein, auf dem ihnen die Organisatoren und 23 Mann Besatzung beinahe jeden Wunsch von den Augen ablesen. Das Kristallschiff hat mittlerweile Tradition. Wir haben 2011 damit begonnen. Das ist, glaube ich, eine einmalige Dankeveranstaltung für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Und das Interesse wird alle Jahre größer. Und wir sind auch heute wieder voll besetzt und verbringen einen gemeinsamen, gemütlichen Abend, so wie es in der Sportunion auch sein soll. Wir freuen uns wirklich jedes Jahr wieder, wenn wir die Veranstaltung auf dem Kristallschiff ausrichten dürfen, und ist uns eine große Ehre. Unter die vielen Ehrenamtlichen mischen sich auch jedes Jahr viele VIP-Gäste, die wissen, welchen Stellenwert die ehrenamtliche Arbeit für unsere Gesellschaft hat. Gerade wir vom Oberösterreichischen Fußballverband haben eine Menge stille Helden, Tage aus, Tage ein, 365 Tage im Jahr, die sich für den Fußball hergeben, vom Dressenwascher, sage ich mal, bis zum Obmann, die wirklich für den Fußball leben. Ohne dem würde das gesamte Getriebe nicht funktionieren. Also hier auch der große Dank an unsere stillen Helden vom Fußball. Ich bin ja Funktionär der Union schon, ich glaube, 40, 50 Jahre lang, spiele auch bei einem Unionverein Tischtennis nach wie vor. Aber wir haben auch mit der Union natürlich eine sehr gute Verbindung, weil wir das Casino schon so positionieren wollten und auch haben, dass wir immer ein offenes Ohr und ein offenes, sagen wir manchmal auch ein offenes Geldbörsel für den Sport haben. So wie unser Lebensform aufgebaut ist, würde ohne das Ehrenamt eigentlich, würden wir uns das gar nicht leisten können alles. Wenn ich die Feuerwehr hernehme, den Skiclub, die ganzen Sportvereine, alle arbeiten gratis, ich sage nicht umsonst, sondern wirklich gratis für die Gesellschaft, da muss man alle Hochachtung haben vor diesen Ehrenamtlichen. Dass ein Dominik-Team ohne die Unterstützung von engagierten Menschen in seiner Kinder- und Jugendzeit derzeit nicht beim Masters der 8 besten Tennisspieler in London mit dabei wäre, dies aber auch zu schätzen weiß, bestätigt der sein Herr Präsident. In diesem Niveau herrscht sicherlich der Egoismus vor, aber beim Dominik Thiem kann ich sagen, den kenne ich schon einige Zeit, auch den Jürgen Melzer zum Beispiel, die im Davis Cup, mit denen ich im Davis Cup unterwegs bin, die sind alle sehr dankbar und wissen sehr wohl, von wo sie herkommen und dass die Arbeit der ehrenamtlichen Funktionäre sehr wichtig ist. Ohne diese Ehrenamtlichkeit wären sie nicht dort, wo sie heute stehen. Nachdem der Moderator dieser Gala, ORF Zampano, Dennis Bankowski und Union-Präsident Franz Schiefermeier die Gäste begrüßt haben, steht Höhepunkt Nummer 1 dieses Festes am Programm. Die Gäste laben sich am traumhaften Buffet. Während die stillen Helden speisen, schippert das Schiff mit den zigtausenden Swarovski-Kristallen als glitzernde Deko gemächlich auf der Donau von Linz nach Ottensheim und wieder retour. Noch während der Fahrt dann der absolute Höhepunkt dieses unvergesslichen Abends. Der stille Held 2016 wird gekürt. Nach UVB Hinzenbach-Chef Bernhard Zauner im Premierenjahr 2011, Black Wings Zeugwart Franz Wamser 2012, Renate Wiesinger von der Sportunion Everding 2013, Mr. Beach Battle Christoph Smiley Berger von der Union Eichkirchen 2014
und den Organisatoren des wohl größten Nachwuchshallenturniers in Österreich, dem U15-Event in Scherling, Hannes Fiesel und Josef Greiner von der Union Esternberg im Vorjahr, heißt es 2016. And the winner is Gerold Hackl. Ja, der junge Mann kommt aus der Büren-Brill-Region, ist der Gerold Hackl, der Chef des Skiclub Hinterstadter, der heuer zum zweiten Mal gesamtverantwortlich für den Skiweltcup war. Und das ist eine Riesenaufgabe, die hat er mit seinem Team großartig bewältigt. Es war eine unglaubliche Werbung auch für den Skisport und für das Bundesland Oberösterreich, auch international. Und daher ist der Gerold zu Recht der stille Held des Jahres. Wir freuen uns gemeinsam mit ihm und sagen einfach Danke für seine Arbeit während des Weltcups, aber auch für die Arbeit im Verein, die ein ganzes Jahr hindurch vom gesamten Team geleistet wird. Ist ja ein Union-Verein? Der Skiclub Hinterstadter ist ein Union-Verein und es sind viele Persönlichkeiten, die dort wirklich Großes vollbringen und die letztendlich es auch möglich machen, dass überhaupt in Oberösterreich der alpine Skiweltcup zu Gast ist. Es hat in früheren Jahren mit dem Rudi Rohrecker begonnen. Der Gerold ist seit 2007 der Chef des Vereines und wie gesagt 2011, 2016 hat er die Meisterleistung mit seinem Team verbracht oder vollbracht und er ist letztendlich auch sozusagen der Skizirkusdirektor von Oberösterreich. Dass hinter dem erfolgreichen jungen Mann, der übrigens seit Jahrzehnten ehrenamtliche Arbeit leistet, in diesem Fall keine Frau, sondern ein riesiges und topmotiviertes Team steht, das beweist der Fall Hackl mit seiner Skiunion Hinterstoder eindrucksvoll. Gemeinsam statt einsam. Dieses Motto gilt für die eigens mit einem Bus nach Linz angereisten Stodertaler nicht nur an diesem Abend. Ich sage, das bedeutet natürlich sehr viel, weil ich sage jetzt einmal, das ist natürlich war die größte Belohnung, das schöne Wetter, der tolle Erfolg, was wir gehabt haben mit unserem Weltcuprennen mit über 40.000, fast 50.000 Zuschauern. Und jetzt, wenn man das so Revue passieren lässt, hat man eigentlich die Zeit dazu, dass man sagt, okay, es ist ein paar Monate vergangen, da freut man sich umso mehr dann über sowas, dass einfach das nicht vergessen wird. Und es ist eine riesen Auszeichnung, aber nur mal wie gesagt, ich nehme das nur an, stellvertretend für meine vielen, vielen Mitarbeiter und Helferleins. Und weil ohne die ginge das nicht. Und das sind in Wahrheit die stillen Helden, nicht ich so jetzt unbedingt. Ich bin nicht so der stille Typ, aber ich freue mich natürlich umso mehr. Weltcup, wann wird es wieder so weit sein? Naja, es schaut jetzt einmal so aus, für 2020 wäre ein Termin frei, um den bewerben wir uns natürlich und werden mit allen Mitteln darum kämpfen, dass wir das einfach wieder bei uns dann durchführen können und dass wir da wieder zum Zug kommen, dass wir wieder beweisen können, Oberösterreich, das ist Skisport und das werden wir wieder schauen, dass wir zusammenbringen. Ja, er hat uns vorher gesagt zu uns, er wird der stille Held werden und dann haben wir alle gesagt, das gibt es gar nicht, er ist nicht der Stille, also er schenkt uns da schon ein und das passt auch so, weil sonst waren wir nicht die Mannschaft, die was eigentlich das ganze Weltcuprennen machen können. Und er sieht das auch wirklich so. Er vermittelt uns das so. Er steht zwar vorne und er sagt immer, ich ernte die Lorbeeren, ich hab's die Arbeit. Aber von dem her sind wir eigentlich ein eingeschweißtes Team und das passt recht gut. Ja, der Gerold ist in erster Linie mal ein guter, lieber Nachbar zu mir. Und der Gerold ist ein umgänglicher Mensch, ein umtriebiger. Und er hat sich die Auszeichnung verdient. Er ist wirklich ein Held, weil wenn man sowas auf die Füße bringt, drei Weltcuprennen und den Skiclub so führt, wie es er macht, mit seiner gesamten Mannschaft, denen muss man alle gratulieren. Es ist wirklich super und mich freut es, dass wir heute da sind und dass die Ehrung da über die Bühne gegangen ist. Auf jeden Fall ein würdiger, stiller Held des Jahres. Wir kennen ja den Skiweltcup und ich glaube, jeder weiß, was bei solchen Veranstaltungen Arbeit, an ehrenamtlicher Arbeit da dahinter steckt. Und da kann man ihm und dem gesamten Team in Hinterstadt nur gratulieren. Und wir freuen uns alle wieder, wenn möglichst bald wieder der Skiweltcup nach Oberösterreich zurückkommt. Dass die Frauen und Männer aus dem wunderschönen Wintersportort nicht nur bei ihrer Arbeit 100%igen Einsatz zeigen, sondern auch beim Feiern weltcupmäßig drauf sind, das beweisen sie dann bei der Show des wohlbekanntesten Zillertalers. Volksmusikant Marc Pircher bringt, wie zu Beginn gesehen, das Kristallschiff mit seinen Hits wie etwa Sieben Sünden zum Beben. Dem Musikanten überlassen wir,
weil auf den Punkt gebracht. Auch die Schlussworte dieser großartigen und nachahmenswerten Gala der Sportunion Oberösterreich, die da heißt: Stille Helden. Oder wie schon ausgedrückt: Ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hieße es für unsere Gesellschaft rien ne va plus, nichts geht mehr. Also ich kann dazu nur sagen, die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Und ein Ehrenamtlicher tut immer mehr als seine Pflicht. Und wenn es die Leute nicht gab, die ein ehrenamtliches Arbeitel machen bei verschiedenen Festlichkeiten, dann würde es die ganzen Feste, die ganzen Vereine, es würde die Gesellschaft nicht geben. Und ich finde es super, dass man solche Leute, die stillen Helden, auch einmal ehrt und denen einen Abend schenkt.